Ja, meine lieben Freunde des gepflegten Zockens, willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit The Witcher 3 und einem wunderbaren Ausblick hier in die Tiefe. Wir sind noch immer auf Ciris Spuren, wir sind noch immer in der Höhle und wir müssen mit unseren Hexersinnen Hinweise auf Ciris Pferd Kelfi finden. Machen wir doch, aber erstmal ein Pilz zwischendurch darf man sich gönnen. Das ist eben deutsche Hexe. Oh, das sieht gut aus. Wobei, nee, das ist ein Vogel. Sire, wie kommt es so lächelnd her? Engsele Kälte. Das sieht nicht nach einem Pferd aus. Das sieht mir eher nach einem Hund aus. Hä? Oder soll das hier tatsächlich ein Pferd sein? Ja, das ist doch ein Hund. Aber sowas von. Kann natürlich auch mal hier reinkommen. Das sieht nach einem Pferd für mich aus. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Oh, und da unten ist was. Ich möchte doch nur zum dorischen Schwert. Nee, auftauchen will ich erstmal. Und jetzt kann ich ja noch mal untertauchen. Heidewitzka. Ab durch die Lücke und ein bisschen Fleisch schadet, glaube ich, auch nicht. Dann können wir nämlich mal unsere Lebenspunkte ein kleines bisschen auffrischen. So. Kelpie. Ja. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Ja, ja. Mal sehen, was jetzt passiert. Ist vermutlich auch das gleiche. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Wie, was, wo? Wo ist sie denn? Schau, sie gehen auf! Ah. Gehen wir. Gefickt eingeschädelt. Da mache ich doch mal einen Quicksave drauf. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Ja, versuchen wir mal. Was muss ich da machen? Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Es hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Na dann, rein ins Vergnügen. Ich mag ja Portale und Geralt sowieso. Was kann schon schief gehen? Bella Glan! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Na, so. Ich habe beim Golem kein gutes Gefühl. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sie war ebenfalls. Ach du Scheiße. Du
der Schläge. Ach, hau ich hier nochmal einen Donner rein. Wenn schon, dann richtig. Boah, Donner auch richtig rein. Dann mache ich ja ordentlich Damage. Oh, wow, 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 wow. Ja. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Oho. Ah, ich habe auch eine Intuition, dass ich hier was aufnehmen kann. Ah, ist meine Intuition gut. Ist hier auch noch was Intuitives? Ja. Ein kleiner Tschernobyl-Kuchenstein. Das wollte ich doch schon immer haben. Schon als kleines Kind dachte ich mir, Mensch, ein Tschernobyl-Kuchenstein, das wär's doch. Auch darauf mache ich mal einen kleinen Quick-Save. Hätte ja auch daneben gehen können. Und noch ein bisschen rohes Fleisch. Wenn du die Serie endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Da ist irgendwie noch eine Lebensform irgendwo drin. Da hinten. Opa! Was denn? Wieder dieses Gefühl. Und wie? Oh, ein Gargoyle. Still! Oh. Der macht mir Sorgen. So, lass ich jetzt mal Kira angreifen, dann kann ich den schön von hinten mal bearbeiten. Wow. Mio. Was ist das für ein Vieh? Der Falter, was hat der mit einem Schlag eingehauen? Gehen auf! Gehen wir! Vella Glan! Ja, ich möchte hier gerne lebend rauskommen. Eieiei. So heftig hatte ich den noch gar nicht in Erinnerung. Boah, ey. Ein paar Bolzen. Und wo ist mal was Sinnvolles hier drin? Was hat mir die Mühe gebracht? Gar nichts hat mir das gebracht. Eishawai.
Das war ein böses Vieh. Habe ich überhaupt noch großartig jetzt Lebensmittel da? Ansonsten haben wir Schwalbe. Eieieiei. Irgendwie wirkt mir das wirkungsvoller als der Trank. Kann auch nicht sein, oder? Wenn Schaden erlitten wurde, setzt die Regeneration der Vitalität 2 Sekunden aus und hier. Boah, keine Ahnung. Gute Frage. Nächste Frage. Wirkungsdauer 20 Sekunden. Das ist zumindest der ganz, ganz große Vorteil. Das hält etwas. Aber ich mache mir jetzt ehrlich mal ein bisschen Sorgen. Das hat mich doch ein bisschen getroffen hier. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Na dann rein, bevor der Golem kommt. Auf den habe ich nämlich irgendwie keine Lust, nach den Kämpfen, die ich hatte. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Und ein Quick Save. Weil es so viel Spaß macht. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Ah. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Sehr ermunternd. Ich glaube, darauf meditiere ich eine Runde. Juhu, ich habe wieder 3 Donnertränke. Auf geht's. Boah, ist das garstig. Und ich spiele hier nur auf einem vergleichsweise leichten Schwierigkeitsgrad. Und von wegen hier, Quest ist ab Stufe, gut, 6. Ah, mit Stufe 6 sollte ich das eigentlich schaffen. Scharaz! Ja, Scharaz. Esse. Pardone, Lili Nihamar, Rein! Schenzabir! Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest Zwoke ab. Bleib dicht bei mir. Oh, ich schirme mich auch mal ein bisschen ab. Fertig. Bleib bei mir. Hallo. Alles tutti. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Behinde Kalar! Wir müssen sie schließen! Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung! Jo, alles klar. Was
Oh, wow, wow. Da will ich nicht sein. Och, die sind jetzt ja vergleichsweise easy peasy. Und Kira Metz wirkt auch noch ganz fit. Ja, das schaffen wir doch. Wow. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ach, langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Ich auch. Und der nächste bitte. So ein kleiner Riss, der kann mir doch nichts. Leg los, Kira, ich bin bereit. Nochmal ein Schutzzauberchen. Aha. Ja, das ist doch kein Ratte, das schaffst du schon. Keine Sorge, Kira. So ein Allzweck-Geralt schafft das schon alles. Nur noch einen. Alles halb so schlimm. Meine Kala! Tolle Zauber. Feine Kala, arme Kala, Kopfkala, alles da. Diese Manschetten hier, das ist doch. Es hat funktioniert. Schwuppdiwupp ist das Ding weg. Wuhu! Keira! Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Meinst du wirklich, dass du das kannst? Ansonsten mache ich auch mal so ein bisschen Flaggeradat und weg wäre das Teil. Bella Glan! Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Oh, ich weiß nicht, ob ich die einholen will. Die sind fies. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Er erwartet uns. Ja, er erwartet uns. Und wie dieser Kampf ausgeht, ja, das erfahrt ihr natürlich erst in der nächsten Folge. Ich will ja, dass ihr auch einschaltet.
Und zwar wieder zur gewohnten Zeit ab 19 Uhr. Das dürfte dann der Montag sein. Also, wenn ihr Lust und Laune habt, kommt wieder rein, schaut zu, lasst den Geralt nicht alleine und mich vor allem nicht. Wie gewohnt könnt ihr liken, disliken, kommentieren, twittern, wie ihr wollt. Ich freue mich über alles. Bis dann also, euer Bade Tschüssikowski.